noch ableiste. Ähnlich wie in Großstädten werden alte Telefonzellen zu Bücherschränken oder zu öffentlichen Bücherschränken umgewandelt. Und so entstand oder vielmehr entsteht jetzt hier auch noch der Bücherwald. Wald, weil drei Baumstämme. Der Gedanke, Bücherschränke zu etablieren, die jederzeit zugänglich sein sollten, um den Austausch von Literatur zu unterstützen, entstand schon in den 1990er Jahren. Wie das World Wide Web mir rausgab, also gibt es offiziell Ende der 90er Jahren in Hannover und Darmstadt die ersten öffentlichen Bücherschränke. Und jetzt, fast 20 Jahre später, auch endlich in Rendsburg. Herzlich bedanken möchte ich mich vor allem bei der Schlosserei Fried in Rendsburg, die mir diese schönen Stahlkästen gebaut haben, um die Bücher vor Wind und Wetter zu schützen. Und sehr herzlich bedanken möchte ich mich auch an unseren Gärtner Jochen Bock. Ohne ihn hätte ich alleine noch nicht mehr aufstellen können. Ja, Jochen hat, ich glaube, in Kleinstarbeit wirklich 2 Stunden gebraucht, um jeweils einen Kasten hier auszusägen, damit die Kästen reinpassen. Also wirklich herzlichen Dank, Jochen. An die restlichen Nordkollegen, die mich tatkräftig unterstützt und ermutigt haben, das hier wirklich durchzuziehen. Und vielleicht geht ja jetzt schon der ein oder andere mit einem neuen Buch nach Hause. Ausleihen, tauschen oder mitnehmen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Bücherschrank ist hiermit eröffnet.